Am 23. April waren die Russen in Lichtenberg mit ihren Panzern, was scheußlich geklappert und gerasselt hat. Und dann kamen sie im Keller, Ruki Welch. Wir wussten nicht, was es heißt, aber die Hände haben wir hochgenommen. Dann kam das dicke Ende, die Frauen wurden wirklich vergewaltigt, was wir eigentlich nicht geglaubt haben, aber das war doch. Und es waren furchtbare Tage und Nächte, aber letztendlich haben wir uns gesagt, wir haben es überlebt. Wir haben die nicht erhasst, die das gemacht haben. Wir haben gesagt, jetzt kommt der Krieg zurück auf uns. Ich war 21, meine Mutter war über 50, auch die wurde noch ein paar Mal vergewaltigt. Давали на еще 50 патронов и одну гранату давали, больше ничего не было. Винтовок и тех не хватало, не было даже винтовок. Армия была окружена, такое случилось, что я попал в плен. Страшное дело, что было там. Как собак били, на меня из синего моря стреляли, убивали сразу. И потом от голода, потом машины сажали. Душегубка была, и там уничтожали наших всех. Вот такая судьба моя была. Как ты думаешь, такое клеймо, если повесили, а? Изменник, родины, легко думается. И за что? Почти что всем давали 40, а 10 лет и 25 лет. Ну, все равно, наверное, победили. Взяли.